Wir wollen heute demonstrieren. Gewaltfrei und friedlich, aber stark und unbeugsam. Wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft und wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Ich will vielleicht noch kurz sagen, oder benennen wir die katastrophalen, zutiefst unmoralischen und antidemokratischen Entscheidungen der letzten Jahre oder der letzten 2 Jahre. Ich denke, viele von Ihnen hier kennen sich damit aus. Aber es ist trotzdem nochmal wert, das in Erinnerung zu rufen. Gehen wir als erstes zu dieser für mich unglaublichen Organisation der Europäischen Zentralbank. Hätte jemand von uns gewusst, was für ein Monster da herauskommt, ich glaube, das wäre niemals realisiert worden. Man hat dieser Organisation ein Statut gegeben, man hat dieser Organisation Regeln gegeben und ein Direktorium von ernannten, nicht demokratisch legitimierten Menschen setzt sich einfach darüber hinweg. Und zwar nicht in Klickerless-Beträgen, sondern in Beträgen in Höhe von inzwischen über 450 Milliarden Euro, für die die Deutschen haften. Das sind pro Kopf, jeder, der hier steht, ist mit 5.000, 6.000 Euro dabei. Ohne dass irgendein Parlament diese Hilfen bestätigt hätte, ohne dass irgendein Parlament oder eine Regierung dem zugestimmt hätte. Einfach weil so eine Clique von toll angezogenen, wichtigen Männern oder Frauen sind auch dabei, da in Frankfurt zusammenkommen und sagen, komm, wir verschieben jetzt das Geld und das ist unser Geld, das ist ein direkter Griff in unsere Geldbörsen hinein. Man sieht das nicht, man merkt das nicht, aber diese 400 Milliarden Euro, die inzwischen über dieses Target-2-Programm an Guthaben bei der Deutschen Bundesbank aufgelaufen sind, sind faktisch Dinge, für die wir haften als Bürger. Das ist Geld, das aus unserem Portemonnaie genommen wurde, um in Griechenland und anderen Ländern die Zahlungsbilanzdefizite zu finanzieren. Und bricht die Eurozone auseinander, dann werden wir dafür bezahlt. Kommen wir zur Rolle der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist eine ganz üble Kraft in diesem ganzen Spiel. Denn diese... Wer als jemand wie ich, der sozusagen als Unbescholtener vor 2 Jahren zu dem Thema wirklich gekommen ist, sich diese Verträge anschaut, was da drin steht, und diese Verträge werden von unserer Bundesregierung formuliert, da kommt einem das kalte Grausen. Wie können Demokraten solche Verträge formulieren, die faktisch das Volk entmündigen, die faktisch das Volk unter die Weisungsgewalt eines Gouverneursrats setzen wollen? Unglaublich, dann wird argumentiert, ja, dieser Gouverneursrat, der würde ja nur Weisungen an Griechenland geben. Das stimmt nicht, das ist unwahr, das sind Lügen. Dieser Gouverneursrat kann genauso gut Weisungen an Deutschland erteilen wie an jedes andere Land der Eurozone. Wenn wir jetzt beim ESM kurz sind. Und unsere Bundesregierung formuliert solche Verträge. Sie formuliert Verträge, die den Bundestag und die deutschen Bürger aushebeln. Frau Merkel und Herr Schäuble, ich kann diese Menschen nicht mehr sehen. Das ist für mich... Der ein oder andere liest ja auch Hartgeld kommt, diese Bilder von Schäuble als Gollum. Das ist hart, aber... Diese Menschen sind für mich, ich weiß nicht, ob das mir rechtliche Probleme einhält, aber sie sind für mich, Merkel und Schäuble sind für mich böse Menschen, ich kann es nicht anders ausdrücken. Denn wir wollen jetzt mal, um kurz auf die FDP einzugehen,
Die FDP hat bis heute keinen einzigen Beschluss als Partei gegen den Euro getroffen, trotz all dieser Gerüchte und Sachen, die diskutiert werden. Die FDP steht bis heute voll im Lager der SPD, der CDU und so weiter. Wir hoffen, dass sie rauskommt, aber wir werden sehen. Aber zum Bundestag. Wie kann ein Gremium, das den Auftrag hat, und das ist klar formuliert, der Bundestag kann nicht machen, was er will, er ist die Repräsentation des Volkes. Wie kann dieser Bundestag in so einer Frage solche Entscheidungen treffen? Und zwar ohne echte Diskussion, in der die Opposition aus SPD und Grünen die Regierung noch links überholt, um noch mehr Souveränität und Bürgerrechte und Finanzmittel in die EU zu geben, obwohl die Mehrheit nach allen Umfragen oder den meisten Umfragen diesen ganzen Wahnsinn ablehnt. Wie ist das möglich? Dieser Bundestag repräsentiert nicht das Volk. Und indem er das Volk nicht repräsentiert, stellt sich dieses, und das muss man sich mal von der Dimension klar machen, stellt sich dieser Bundestag außerhalb des Grundgesetzes. Das ist der Auftrag des Bundestags im Grundgesetz und er kommt seiner Aufgabe nicht nach. Er stellt sich außerhalb des Grundgesetzes. Wir brauchen einen Volksentscheid, ob Deutschland in einen Vereinigten Staaten von Europa als unmündiges Volk aufgehen will oder weiterhin ein souveränes Land bleiben möchte. Und wir fordern zuletzt, dass die EU, und die EU hat ja eigentlich mal, halt anders formuliert, die EG, die europäischen Gemeinschaften, die hatten mal ein positives Image. Und wir fordern, dass die EU sich wieder rückbesinnt auf das, was sie mal war, was der Grund für ihre positive Wahrnehmung ist, nämlich den Rückbau in ein System der europäischen Gemeinschaften, dem die Nationen in unmittelbarer Abhängigkeit des Willens ihrer Bürger beitreten oder austreten können. Das Thema EU-Rettung in Anführungszeichen ist so brisant und so teuer für uns, dass es auf Generationen hinaus dieses Land verändern wird, zum Schlechteren natürlich. Wir werden, das Wort fiel heute schon und es ist nicht übertrieben, zu Schuldsklaven im eigenen Land werden. Spätestens seit Mai 2010, seit dem ersten EFSF-Rettungsschirm, kann man nicht mehr sagen, dass der Bundestag den Willen des Volkes repräsentiert. Wir sind der Michel, der auf die Straße geht. Das sind die wenigsten. Die riesige schweigende Mehrheit bleibt zu Hause oder weiß es noch gar nicht. Aber wenn sie wüsste, was auf uns zukommt, dann wäre sie hier. Und wir sind schon viele und es werden noch viel mehr. Wir müssen uns nur beeilen, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt. Noch im Herbst 2011, also demnächst, wird ein noch viel weitergehender Schritt EFSF 2, Rettungsschirm mit fast schon Billionenbeträgen verteilt. Das sind verlorene Gelder. Glauben Sie das Geschwätz von den Garantien nicht? Die sind zu 90 oder mehr Prozent verloren. Es sind Subventionen in alle Himmelsrichtungen, Banken und Länder. Aber es ist dankenswert, dass es die direkte Demokratie gibt, die Aktion Direkte Demokratie. Vielen Dank an die Organisation. Wenn uns niemand ein Forum gibt, brauchen wir ein Forum wie dieses, in der Hoffnung, dass eines Tages dieses Forum eben doch wieder das Parlament ist. Denn wir sind die Demokraten, wir sind die Verfassungsschützer, wir schützen hier das Recht. Wir brechen es nicht in irgendeiner Weise. Das Lissabon-Urteil 2009 des Bundesverfassungsgerichts sagt, dass es keinen EU-Staat geben darf. Es darf ihn nicht geben. Wir haben insofern ein Recht, hier zu sein. Wir haben sogar die Pflicht, weil hier eine Straftat begangen wird, und zwar auf Völkerrechtsebene. Und wir müssen es verhindern.